mal sauber gemacht. Schön am Machtplatz und schön drüber schlänzen. Ja. Er trifft nicht den Ball, nur das Rad. Oh. Ah, hier spielt eigentlich die Rodinese Stein gegen Weltrems, die jungen Wilden. Ah, von Weltrems kommen immer Typen. So ein Typ hier. Jetzt Ecken. Ecken kann man trainieren. Ah, schon mal nicht schlecht. Aber nicht schlecht. Ah, das ist immer das, das Problem beim Ohneball, dass so viele werden. Aber es war ja eben gut. Ah, das war nur halbherziger Schuss. Super gehalten und. Ah, gut. Ja. Ja. Hallo, guten Morgen, Herr Schiedsrichter, sagen wir alle. Oh, sauber gemacht zum Torschuss. Ja, wir haben den Videobeweis. Können wir schon. Es gibt wieder eine Debatte. Weiß ich nicht, was da los ist. Regie, gibt es da was Videobeweis? Kann man nicht sehen. Also mit der Kamera waren wir auch wahrscheinlich nicht gut genug dran. Es gibt da drüben noch eine Beratung. Und ich mit meinem kleinen Monitor, ich kann da gar nicht groß dazu sagen, was oft da mit der Hand dran war oder nicht. Was ist jetzt? Jetzt gibt's eine Erklärung. Eine Erklärung. Müsste ich eigentlich mal hingehen, das Mikro hinhalten. Und jetzt? Jetzt wird das Tor aberkannt, an ein Strafstoß gestellt. Ich meine, der Turmmann oder der war, da weiß es am besten. Ah, reklamiert auch nicht groß, also war so. Ah, das war natürlich ein Hammer. Mein Foul. Da hast du keine Chance, ranzukommen. Wow, prima in die Mitte getroffen. Wow, oh, was eine Rakete. Dann von der anderen Seite. Mal lieber Mann, Rakete aber los hier. 3-0. Noch 3 Minuten. Naja. Also ist nochmal so, dass der Witz ist, Stein, aber es ist passiert. Wie Matze das vorhin gesagt hat, sie dürfen eigentlich nicht Letzter werden. Dann sind sie qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Ich glaube, mit einem gewonnenen Spiel schon mal war das schon. Ja. Ja, das ist es. Wenn der jetzt draufgehauen
drauf gehauen hätte, dann könnte der Dortmund unter Umständen reinkommen. Aber flach hingerollert, hast du keine Chance. Null Chance. 4-0. Boah. Und das Schöne ist, was mir dabei gefällt, dass Stein jetzt nicht irgendwie das Ding verwaltet, sondern das Visier ist immer noch aufgeklappt, voll nach vorne. Und das liebe ich an dem Spiel. Ja, wir werden in anderen Spielen noch erleben, dass das bei manchen, naja, speziell einer Mannschaft ganz anders ist. Die schießen ein Tor und das dauert manchmal sehr lange. Und dann kriegst du schon mal 2 Minuten den Ball nicht wieder. Es kommt natürlich auf den Schiedsrichter drauf an, wenn der auf Zeitspiel anerkennt. Da habe ich auch so meine Spezies. Naja, werden wir noch erleben. Aber vielleicht auch nicht. Ist alles möglich. Ah, 1, ja. Ja, geht doch sehr gut los. Das gefällt mir. Er schmeißt zwar das Rad noch hinterher, aber es bringt 0 Punkte. 5-0. Man glaubt es nicht. Ecke. Ich gestern schon mal gesagt habe, Ecken können wir trainieren. Ah, das war eine schlechte Absprache. Der eine schießt flach und der andere geht hoch. Da sollte man sich schon einig sein. Tja, wann ist Situation Freistoß? Ganz genau, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, kann man gleich mal testen, wie gut er im Tor ist. Steht Bernd genau im Bild. Boah, super Schuss. War nicht zu halten. Pause. Nehmen wir erstmal die Typen mit auf Visier. Mein Freund. Tim Lindner ist hier Trainer. Das ist einer mit der Besten, den ich kenne. Ja, aber ich mache jetzt auch erstmal eine Pause.
das Gehen tun. Bekannt als Außenspieler. Bekannt als Außenspieler ist auch ein sehr guter Torwart. Das ist mir schon länger abgefallen. Ah, fast ist. Ja, wo guckst du jetzt noch überall hin? Ja. Komm, Leute. Jetzt rufen alle Ausball, wir sehen, ob er auch Ausball dann pfeift. Da bin ich mal gespannt auf die Ecke. Ja, zweite Ecke, noch nichts. Gestern war ja kurios, dass Kropfdorf mit 18:0 Ecken in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Ah, da schmuggelt den vorbei. Ja, 18 Ecken haben sie gehabt und nicht eine verwandelt. Und dann steigst du noch auf. Das ist natürlich ein Ding. Oh, dritte Ecke. Ah, eigentlich die Ecken. Nimm mal eine Macht bei Stein. Schlechte Abgabe, aber muss man sich konzentrieren. So wie es aussieht, nehmen sie ein bisschen das Tempo ran. Ja, naja, schon wieder. Also der paddelt hier gleich, da ist der Schiedsrichter wieder rum. Das ist nicht mein Lieblingsschiedsrichter. Jeder weiß schon, was ich mit Liebling meine. Ah. Halbo! Er steht ein bisschen zu sehr auf der Linie, würde ich sagen. Dann hat man eben das auch als super Spieler, wo man hinzuspielt. Noch ein Konter. Ah. Nochmal das. Ah. Schlecht spielt. Ja, weil Bremser warm hebt das Hinterrad, hin. Jetzt nochmal taktisches Foul und das pfeift drinnen. Ja. Ja, Björn im Tor, da sieht man schon, der nimmt schon mal viel weg. Ein Platz. Ah, super Schuss wieder. Wieder. Also ich achte nicht mehr auf meinen Dialekt, da komme ich durcheinander. Ich muss einfach so sprechen, wie es geht. Erledigt.
Das war ein Ding. Oh, schön gezogen. Dann kommt der Flachball. Ball flach. So, Ecke. Was ist jetzt? Vierte Ecke, glaube ich. Ja, vierte Ecke. Wir müssen doch mal eine klappen. Er steht schön weit. Der Abwehrspieler steht doch schön weit weg. Also 4-0. Oh, schön gedreht. Schlecht geschossen. Ah, ist der Drehung zu platziert zu schießen, das ist schon schwierig. Aber Bernd kriegt das eigentlich hin. So, auf der anderen Seite eine Ecke. Sauber. Ah. Ecken werden geschossen, die 4 Meter. Hoch platziert. Machen nur schön hinhalten. Oh, da war nicht schlecht. Aus dem Handgelenk. Björn kriegt da auch nur noch gerade so die Hand dran. Oder ein Ellenbogen, was das war. So. Fünfte. 5-0. Zwölf Sekunden noch. Jetzt geht's doch. Naja. Geht doch. Und Schluss 8-2, standesgemäß.